Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Harveys Neue Augen. Das letzte Mal haben wir angefangen und hier hinten aufgehört und haben uns noch nicht Poki angehört, was wir so gleich mal nachholen werden. Nur einen Klick von unserem wundervollen Spielanfang entfernt finden wir uns hier am Schaukelbaum. Das war, glaube ich, eine der ersten Ideen, die ich zur Gestaltung des Klosters überhaupt hatte, war, dass ich unbedingt einen Schaukelbaum direkt über dem Abgrund zeichnen wollte. Ich habe ihn dann nachträglich noch so ein bisschen aussehen lassen wie einen Galgen, habe noch Termiten dran gesetzt, um diesen ganzen Sachverhalt noch zu verstärken, wie hier in diesem Kloster quasi mit Kindern umgegangen wird. Und ich glaube, er erfüllt optisch als auch inhaltlich seinen Zweck. Des Weiteren sehen wir in diesem Screen natürlich gleich zwei Hinweise auf den Vorgängerteil. Edna bricht aus. Zum einen ist es links vorne im Bild die namensgebende Edna, die wir eben schon in der Intro-Cutszene sehen konnten, erleben durften. Und hier gräbt sie gerade in einem der Beete. Zum zweiten ist es hinten in der Perspektive, nahe dem Horizont auf einem Berg, die Berganstalt. Und zwar Dr. Marcells Anstalt, die ja quasi auch einer der Protagonisten des ersten Teils im weitesten Sinne ist. Ja, viel Spaß beim Spielen. Ja, wie Poki gerade schon erwähnt hat, Edna bricht aus, ist der Vorgängerteil zu Harveys Neue Augen. Warum spiele ich dann erstmal Harveys Neue Augen? Ganz einfach, Harveys Neue Augen macht mir schon irgendwo ein bisschen mehr Spaß. Ja, herzlich willkommen zum Harveys Neue Augen Audio-Kommentar. Ich bin Poki und ich bin Creative Director bei Dedelic Entertainment und habe mir quasi Harveys Neue Augen mehr oder weniger ausgedacht, mit Hilfe von René Anhaus geschrieben, den Walkthrough, und habe die Texte geschrieben und die meisten Hintergründe gezeichnet. Das Charakterdesign geht auf mein Charakterdesign von Edna bricht aus zurück, viele Figuren selbst gezeichnet, und das sind meine Aufgaben gewesen bei diesem Spiel. Unter anderem, denn ihr seid ja jetzt direkt am Start des Spiels und habt eben diesen Titelsong gehört, den ich ebenfalls selbst eingesungen habe und getextet habe auf die wundervolle Melodie von Finn Seliger, unserem Komponisten von Periscope, unserem Leib- und Magen-Tonstudio. Ja, vielleicht, weil ich an anderer Stelle das nicht mehr so richtig erzählen kann, erzähle ich noch ein bisschen was zu diesem Song, beziehungsweise zu dem Video, weil ich es immer sehr spannend fand, dass wir einfach so damit durchgekommen sind, den Leuten 3 Minuten lang einfach einen gezeichneten blauen Faden, auch vor allen Dingen noch im Edna-Stil gezeichneten blauen Faden, zu zeigen. 3 Minuten lang fährt die Kamera einfach nur über eine blaue Linie, die halt, okay, sie hat einen Schatten, aber sonst einfach nichts anderes ist, außer eine gekräuselte blaue Linie, und niemand hat sich darüber beschwert. Ich fand die Idee von Anfang an eigentlich sehr gut, weil sie halt auch so ein bisschen das Tempo runterbrückt. Es wird ja gemächlicher, wir sind in einer Klosterschule und die kleine Lilly hakt Laub im Garten. Dieses erste kleine Rätsel, das ihr hier entweder schon gelöst habt oder noch vor euch habt, mit dem Laubhaken, ist übrigens skripttechnisch eines der aufwendigsten Sachen gewesen im ganzen Spiel, weil wir halt die ganz normalen Walk-Sachen nicht benutzen konnten, noch normal komplett neue Walks, Charakterposen und eben unterschiedliches Laub, das durch die Gegend gehakt wird, zeichnen und eben reinskripten mussten. Das heißt, genießt diese Ruhe vor dem Sturm sozusagen, im Garten zu haken. Ich kann sagen, dass ich die Aufgabe des Hakens nicht besonders genossen habe in meiner Kindheit. Ich musste auch häufig bei uns die Auffahrt haken im Garten und den Garten haken und habe es immer sehr gehasst. Und ich glaube, das ist auch die Inspiration zu dieser unliebsamen Aufgabe, die Lilly hier aufgedrückt wird, gewesen, die aber absolut passend ist, um Lilly als Charakter zu etablieren. Sie erledigt ihre Aufgaben sehr gewissenhaft und brav und hält sich an die Regeln, ganz egal, was ihr Edna da rät oder inwieweit versucht, sie davon abzubringen vom geraden Weg. Nein, unsere Lilly ist ein braves Kind. Übrigens, ein kleines Relikt aus meiner Kindheit ist auch dieses Thermometer in der Wand. Das ist tatsächlich genauso ein Thermometer, hatten wir immer auf unserer Terrasse. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Ja, viel Spaß bei Harveys Neue Augen. Wir sehen uns. Also willkommen zu dem Spiel Pokis Stressbewältigung.
Manche gehen dafür in eine Gesprächstherapie. Poki programmiert ein Spiel. Die Kellertür ließ sich nur mit dem richtigen Schlüssel öffnen. Ich überlege gerade, in Deponia haben wir, glaube ich, ja, in Deponia haben wir auch Pokis Kommentar gehabt und hatten hier den nicht auch in Night of the Rabbit? Ich glaube, da war es auch. Nice. Lilly war gespannt, wohin der Schlauch wohl führte. Was für eine Überraschung! Der Schlauch führte zu einem Ding. Also Harveys neue Augen hat mich persönlich auch irgendwo ein bisschen geprägt, weil so das, diese Line gerade, habe ich tatsächlich ein bisschen für mich übernommen. Also, so, weiß nicht, ich sag auch manchmal, ja, das gehört zu einem Ding. Lili, schalte das sofort ab. Okay, kann aber den Gartenschlauch bestimmt hier oben raufklatschen. Ich weiß nicht, was ich damit jetzt geflutet habe. Ich schaue erstmal durchs Kellerfenster. Die Idee war gut, aber Lilis Arme waren zu kurz. Ja, in diesem Screen ist mir das erste Mal aufgefallen, dass meine Animatoren in der Zeit, in der ich weg war, um Texte zu schreiben, viel mehr Aufwand gemacht haben, als ich eigentlich gedacht hätte, indem sie halt ganz viele Greifanimationen und so noch extra durchanimiert haben, was bei Edna bricht aus immer einfach nur so ein Standardgreif nach vorne war. Und ich bin sehr dankbar dafür und das Ergebnis ist toll geworden. Ich habe es wahrscheinlich hier noch nicht erwähnt. Die Hintergründe für das Spiel habe ich ja tatsächlich noch mal wieder alle selber gezeichnet. Das ist ein seltenes Privileg dieser Tage. Ich komme ja nicht mehr so häufig dazu, dass man mich an ein Zeichentablett lässt. Wir wissen halt, normalerweise passieren da nur Katastrophen. Und eine meiner Lieblingsbeschäftigungen ist natürlich, düstere Kellerräume zu zeichnen. Die machen einfach Spaß. Ich hatte auch ein bisschen mehr Zeit als bei Edna bricht aus für die Hintergründe und konnte mir ein bisschen mehr Zeit nehmen, habe ja auch dazu gelernt, habe dem einen oder anderen Grafiker über die Schulter gucken können. Und so konnte ich dieses Wissen hier anwenden, um ganz viele kleine Gegenstände in den Hintergrund zu zeichnen. Und unter anderem jede einzelne Kohle erstmal mit der Outline zu zeichnen und dann halt auch noch unterschiedliche Farben und Schattierungen für die einzelnen Seiten zu verpassen. Eine kleine Sisyphus-Arbeit hier in der Kohle in diesem Hintergrund. Übrigens, ein kleines Detail ist dieses schöne Poster oder dieses kleine Plakätchen, was da an der Seitenwand von der einen Kommode da zu sehen ist oder von diesem einen Regal. Und das soll ein Deponia-Plakat sein. Das sieht man nicht so richtig. Ich habe es auch aus dem Kopf gemalt und halt irgendwie, es war viel zu klein und fitzelig, um da halt tatsächlich was Richtiges draus zu machen. Schade. Aber man kann es vielleicht erahnen, wenn man weiß, was es ist. Und der Raum wird später im Spiel noch eine größere Rolle spielen. Da freue ich mich schon drauf, was ihr für einen Gesichtsausdruck habt, wenn das passiert. Deswegen legt euch schon mal ein Fotoapparat bereit und immer wenn ihr in diesem Raum seid, haltet den Finger auf dem Auslöser und schickt mir, ihr werdet diese Szene erkennen, die entsprechende, schickt mir doch eure Gesichtsausdrücke. Genau. Ich hatte gerade überlegt, auf welche Szene Poki anspielt. Mir ist auch gerade eingefallen, auf welche Szene Poki anspielt. Er hat sich ja gerade noch zu Nadel und Faden geäußert im vorigen Screen. Und ich muss sagen, Nadel und Faden gefällt mir sehr gut als Lied. Auch die Version mit Gronkh. Ich glaube, die ist auch so nicht im Original eigentlich enthalten. Ich glaube, im Original singt Poki alleine. Muss ich mal auf YouTube gucken im Gronkh LP. Also an sich finde ich Nadel und Faden völlig unpassend. Also ich weiß nicht so, ich kann den Text nicht auf dieses Spiel rauf interpretieren. Ich sehe da keine Überschneidung. Auch der Text ist irgendwo ein bisschen sinnfrei. Also so an sich gefällt es mir, aber es ist dann früh sinnfrei. Da lag ein Pinsel auf dem Regal direkt unter dem Fenster. Lilly musste nur die Hand ausstrecken. Schwupp. Lilly wusste, dass man dieses Gerät Presslufthammer
nannte. Aber wozu man gepresste Luft hämmern musste, wusste sie nicht. Die Idee war gut, aber Lilis Arme waren zu kurz. Ja, das Deponia-Plakat, man erkennt es ein bisschen. Rufus hier auf der Rakete dahinter Goal. Aber es ist ein wenig gewollt. Ist es hier Rufus Zahnbürste? Wäre interessant. Eine Schaufel. Genau so eine konnte Lilly jetzt gut gebrauchen. Aber von hier aus würde sie sie nie erreichen. Die Idee war gut. Aber Lillys Arme waren zu kurz. Und wieder raus hier. Dann gehen wir mal in den nächsten Screen. Ja, hier heißt der Gartenschlauch. Hier ist ein Bienennest. Ja, und hier sehen wir jetzt das Kloster in seiner kompletten Größe. Ähnlich wie in Edna bricht aus, habe ich auch hier pingelig darauf geachtet. Also mehr oder weniger pingelig, so pingelig mal Daumen, drauf geachtet, dass die Außenansicht des Komplexes, des Gebäudes, in dem ja das komplette erste Kapitel spielt, einigermaßen zusammenpasst mit den tatsächlichen Innenräumen. Man kann hier im Prinzip alle einzelnen Räume quasi erahnen von außen, die wir später von innen begehen. Zum Beispiel der Gang zu den Schlafsälen ist im rechten Turm oben direkt über dem Kloster, das wir auch begehen können. Links ist irgendwo sind die großen Fenster vom Klassenzimmer. Dann ist da natürlich der Gang mit der Schuluhr, der Balkon. Und ja, alles ist da und wartet darauf, von uns bespielt zu werden. Umso gehässiger, dass wir zunächst das Kloster noch gar nicht betreten dürfen und uns stattdessen mit diesem ärgerlichen Freeman vorne rumärgern müssen, der sich weit über den Brunnen gebeugt hat, was er natürlich gar nicht darf, dieser unglaubliche Rebell. Ich freue mich natürlich sehr über, ich weiß nicht, ob ihr schon mit ihm gesprochen habt oder nicht, tut es auf jeden Fall, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ausgiebig, denn Freeman ist besonders hip. Übrigens wunderbar gesprochen von unserem Thomas Padani, der auch einer unserer Dedelic-Autoren ist, neben seiner Tätigkeit als Schauspieler und Sprecher. Und der Thomas hat wunderbar interpretiert die Wortneuschöpfung des Wortes Gumbo. Nur ein echter Rebell weiß natürlich, dass man heutzutage Gumbo sein muss, um auf dem Schulhof richtig Respekt zu bekommen. Das kommt. Ach, das ist schon wieder so herrlich bescheuert. Lillys Mitschüler Freeman hatte sich weit über den Brunnenrand gebeugt. Wenn er sich noch weiter vorwagte, würde er hineinfallen. Genau wie in Lillys Lieblingsbuch. Ach, Lilly. Ich dachte schon, da wäre jemand. Stör mich nicht. Ich bin beschäftigt. Habe ich nicht gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen? Ich versuche, mich zu konzentrieren, okay? Irgendwas ist da unten im Brunnen. Ich sehe etwas glitzern. Oh Mann, ich hoffe, es ist der Kellerschlüssel. Das wäre ja so Gumbo. Sag mal, hast du nichts zu tun? Musst du nicht irgendwelche Aufgaben für die Oberen erledigen? Aha. Wusste ich's doch. Du bist aber auch zu blöd, dass du den ganzen Mist immer aufbrummen lässt. Was ist es denn diesmal? Musst du wieder mal den Kompost alphabetisch sortieren? Oder ihren Rücken enthaaren? Sag nichts. Du sollst die Termiten vom Schaukelbaum verscheuchen. Richtig? Aha. Na, viel Glück. Der Schaukelbaum ist aus Süßholz. Und Termiten sind bekannt dafür, dass sie auf Süßigkeiten abfahren. Das wirst du nie schaffen. Lass mich raten, du sollst die Beete umgraben, richtig? Aha. Na, viel Glück. Mit deinen kleinen Mädchenhänden wird das eine Ewigkeit dauern. Aber glaub mal nicht, dass ich dir eine Schaufel leihe, wenn ich erstmal im Keller bin. Es sei denn, du willst mir doch helfen, den Schlüssel vom Grund des Brunnens zu holen. Dachte ich mir, weil es verboten ist, nicht wahr? Oh Mann, Lilly. Du bist so angepasst, dass es schon fast ein Wunder ist, dass man dich noch von der Umgebung unterscheiden kann. Wow, was für ein Arschloch. Lass mich raten, du weißt nicht, was Gumbo ist, oder? Ach, Lilly, du bist einfach hoffnungslos verspießt.
Typen, die so lässig sind wie ich, sagen heute, das ist voll Gumbo oder das gummt. Aber du bist einfach nur lahm, voll Ungumbo. Wird das jetzt etwa wieder dein Vortrag über Recht und Ordnung im Kloster? Na, da bin ich aber mal gespannt. Nee, wir dürfen nicht in den Keller. Mann, Lilly, lern mal einen neuen Text. Wir dürfen dies nicht, wir dürfen das nicht. Trink kein Motorenöl, spielt nicht mit den Steckdosen. Du kannst einem echt bei allem den Spaß verderben. Kein Wunder, dass dich niemand mag. Was jetzt noch? Du siehst doch, dass ich mit dem Brunnen beschäftigt bin. Oder hat das deine ach so tolle Oberin auch verboten? Aha. Ach ja? Das beweist nur wieder, wie unsinnig diese ganzen Regeln der Erwachsenen sind. Sag mal, bist du immer noch da? Schleich hier nicht so rum, sonst falle ich noch vor Schrecken in den Brunnen. Oh, wie süß. Hast du jetzt etwa Angst um mich, oder was? Keine Sorge, ich bin nicht so blöd, dass ich in den Brunnen steige. Aber nicht, weil die Oberin das verboten hat, sondern weil es wirklich zu riskant ist. Wobei... Was? Ich weiß, dass die Oberin nicht will, dass wir in den Brunnen klettern. Aber du kannst dir kaum vorstellen, wie wenig mich das interessiert. Im Gegenteil, das ist fast schon wieder ein Ansporn für mich. Ich würde fast alles tun, damit ich nicht so ein kleiner Konformistenroboter werde wie du. Ist das jetzt eine andere Option? Ich hab gesagt, verschwinde. Was ich hier mache, geht dich gar nichts an. Okay. Klosterring? Ach man, Lilly, jetzt halt doch mal endlich den Rand. Es sei denn natürlich, du hast eine Idee, wie ich an den Kellerschlüssel komme. Man bedenke nur, was ich damit alles anstellen könnte. Im Keller sollen die tollsten Sachen gelagert werden. Nicht nur so öde Dinge wie Schaufeln und Pinsel und so. Ich rede hier von echten Schätzen. Von Kohle? Du kannst dir gerne den Mund fusselig reden. Meine Aufmerksamkeit gehört einzig dem Kellerschlüssel am Grund des Brunnens. Im Keller sollen die tollsten Sachen gelagert werden. Okay, damit haben wir ihn jetzt zu Tode geredet. Hey, weg da! Such dir einen anderen Platz zum Spielen. Wie nett. Freeman machte sich offenbar Sorgen um Lilly. Er wollte wohl verhindern, dass sie in den Brunnen fiel. Hey, weg da! Such dir einen anderen Platz zum Spielen. Wie nett. Lilly durfte nicht ins Kloster, bevor die Gartenarbeit erledigt war. Hoffentlich fing es nicht wieder an zu hageln. Oh, und da fängt es schon wieder an bei mir. Ha, never mind. Hey, Hilfe! Als Lilly zurück an den Brunnen kam, war Freeman verschwunden. Lilly, Hilfe! Lilly hörte seltsame Geräusche vom Brunnengrund, aber sie war ein braves Kind und wusste, dass sie nicht in der Nähe des Brunnens spielen durfte. Genau wie Freeman. Sie hatte es ihm ja sogar selbst ausdrücklich gesagt. Wo war er nur? Ja, wo war er nur? Lilly hörte seltsame Geräusche. Wo? Du, du, du. Au. Ah, was soll das? Lilly, nein! Geht weg! Geht weg! Ich habe eine Allergie! Ah! Oh nein! Jetzt war der tollpatschigen Lilly doch glatt das Bienennest in den Brunnen gefallen. Den Bienen schien das auch wenig zu gefallen. Ihr Summen klang anders als sonst. So, und jetzt nehmen wir noch den Gartenschlauch. Du, du, du. Nehmen wir mal die Pumpe. Lilly! Bist du von allen guten Geistern verlassen? Schalte das sofort ab! Aber hab ich dir nicht ganz genau gesagt, was du zu tun hast? Ich kann einfach nicht glauben, dass du es immer wieder schaffst, mich aufs Neue zu enttäuschen.
Lilly verstand nicht, was sie falsch gemacht hatte. Ja, wir haben doch nur einen Mitschüler gerettet. Und mit diesem wunderschönen Screen entlasse ich euch aus der heutigen Folge. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit, hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.